Kann fast jeder denken, oder was heißt Junggesellen? Wir sind zwar nicht unbedingt Junggesellen, zumindest ich nicht. Aber ja, quasi wir leben hier unter Männern dann nur. Dementsprechend sieht das mit dem Kühlschrank jetzt nicht unbedingt so genial aus, was da immer die Fülle angeht. Allerdings, war ziemlich lustig. Was heißt lustig? Ziemlich cool. Ich heute mit meinem Bruder zusammen dicke Fischstäbchen mit Pommes gemacht. Und da fällt mir wieder ein Witz ein aus South Park. Magst du Fischstäbchen? Ja. Nimmst du Fischstäbchen gerne in den Mund? Und ja, und da, ja, dann bist du ein schwuler Fisch. Vor allem das Coolste an der ganzen Serie ist, wie Kanye West oder Kanye West, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ist nicht kapiert. Ich muss dazu sagen, ich bin der Rap-Szene eigentlich so belesen. Ich bin halt eher so, ja. Weil wer möchte, kann mal das Video YouTube-Ländersperre umgehen von mir angucken. Da zeige, sieht man quasi die Musikrichtung, die ich so höre. Wen es interessiert. So. Ich denke mal, wie der Schrohflint sind, sind die einfach nur scheiße. Oh, den habe ich. Jo. Jo, jo, jo. Gebohrt. Gegner gebohrt. So. Meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Mein Leben ist nicht mehr allzu voll. Ich weiß eigentlich relativ sinnlos, jetzt schon Medipack zu benutzen. Allerdings achte ich nicht mal so auf mein Leben und dann ist das doch schon ganz praktisch. So, habe ich eigentlich mal erwähnt, dass mich dieses Spiel manchmal ein bisschen an Resident Evil erinnert? Nicht unbedingt vom Charakter. Ich weiß auch gar nicht so genau, ouch, so genau, warum es mich an Resident Evil erinnert, aber es tut's. Und diese Stelle war auch eine, ist die zweite Stelle, die ich meinte, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Das ist einfach verdammt stressig. Warum, werdet ihr gleich sehen. Kann auch sein, dass ich ein, zwei, drei Versuche dafür brauche. Das kann sehr gut sein. So, noch schön hier alles aufheben. Allerdings brauche ich jetzt hier in dem Fight, der gleich kommt. Oh, nee, brauche ich eigentlich. Keine Munition. Ich muss aber mal ganz kurz gucken. Keybindings. Ist das Interaction? Interaction, Interaction. Next Grenade ist X. X. XX. Und zwar werde ich jetzt nämlich die Blitzgranaten gebrauchen. Warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. Und zwar muss ich jetzt hier hin. Und, oh, Mann, die ist voll okay. Und hier drücken. Und dann qualm, qualm, qualm. Und jetzt sieht man hier schon rot. Jetzt muss ich hier diese Ventile aufmachen. Allerdings gibt es da einen, der die ganzen, oder ein paar erstmal, die Sache ganz anders sehen als ich. Die sagen, nein. Allerdings sage ich, ja. Und das mir natürlich nichts von den doofen Typen hier gefallen. Die einfach auf mich schießen. Da hört man. Ist hier quasi schon. Ich brauche hier so ein. Gar nichts, ich hab Mist erzählt. So, piep, 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 piep. So. Ja, wie man sieht, fängt das auch schon an, dass die Gegner relativ viel aushalten. Auf einer Seite sagen, ist eine schöne Herausforderung, auf der anderen Seite kann man sagen, es kann ganz schön nervig sein, wenn da so ein paar mehr stehen. Jetzt gleich. Genau. Das da. Ne? Nichts Tolles. So. Da muss ich jetzt irgendwie versuchen.
die ganzen Ventile hier aufzudrehen. Um mich nicht von dem da töten zu lassen. Und dann irgendwie quasi hier raus. Das habe ich. Geht das jetzt wieder schon? Oh ja, es geht schon. Und zwar ist mir hier auch mal was ganz Interessantes passiert. Und zwar, ich bin hier hochgefahren und bin auf einmal gestorben. Ich glaube, das Strafe Jump funktioniert. Ah, doch. Nein. Strafe Jump funktioniert hier nicht, aber. Man kommt da drauf. Blub. Man kann drauf kommen, wenn man nicht so lähmer Non-Skiller ist wie ich. So, und dieses Level haben wir auch wieder geschafft. Ja. Und vorhin haben wir diesen riesen Roboter ausgetrickst. Besiegt haben wir nicht, aber ausgetrickst. So, und hier sind wir jetzt. Wie denn? Oh, müsst ihr mal ausprobieren. Ihr müsst mal ein Spiel nehmen. An der Stelle, wo viel Sounds sind. Dann müsst ihr eine hohe Maus-Sensitivität einstellen oder viel Platz haben, eure Maus bewegt. Ich jetzt hier. Mein Razer Goliathus in der größten Version. Ich will jetzt damit nicht prahlen, aber es ist halt einfach zum Verständnis. Und zwar, ich meine, jetzt hier mal eine größere Maus wird, dann müsst ihr euch einfach so ganz halt im Kreis drehen. Das ist ziemlich lustig. Das hört ziemlich cool an. Ja, so. Die labern da. Und ich würde mal sagen, hier ist irgendwie kaputt. So. Mir hat mir gerade hier mein HUD ein bisschen geflattert. Wer nicht weiß, was HUD ist, HUD ist eigentlich eine Abkürzung. HUD steht für Head Up Display. Also, ja. Quasi bei Photoshop eine oberste Ebene. Und Exit, das klingt immer gut. Ich meine, hier passiert irgendwas. Ja, hier passiert tatsächlich irgendwas. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier geht's nicht weiter. Warum fängt er jetzt an? So, dazu sage ich nur eins. Coole Szene. Cool inszeniert, cool gemacht. Gefällt mir. Da hinten waren eben noch Medipacks. Anscheinend kein Schein mehr drin. Die gehe ich jetzt mal holen. Kennt ihr das? Das ist eben auch wieder eine Frage. Kennt ihr das, wenn Glasscheiben so extrem geputzt sind, wenn man sie eigentlich quasi nicht sieht? Und zwar, ein Freund von mir, das ist jetzt schon ein paar Jährchen vorbei, das war noch in der Grundschule. Ja, die hatten eine Glastür und dann hat man den Griff quasi auch nicht gesehen. Die Mutter hatte so einen leichten Putzfimmel gehabt. Dementsprechend war die Glastür quasi dauerhaft unsichtbar. Und wir haben Fang gespielt, ich drüber nachgedacht, die Tür hinter mir zugeschlagen und er rennt voll durch. Boah, war eine ziemlich blutige Angelegenheit. Aber es sollte nicht unbedingt passieren, aber es passiert. Meine Augen fallen hier fast schon zu. Oh Mann. Wahrscheinlich wird das Let's Play nicht so viele Views bekommen, gehe ich davon aus, weil es einfach nicht so spannend ist. Was daran liegt, dass ich immer zocke hier und aufnehme, wenn ich total übermüdet bin und dementsprechend nicht unbedingt gesprächig. Read the rally point near the stadium. Es soll den relevanten Punkt in der Nähe vom Stadion erreichen. Würde ich jetzt einfach mal so übersetzen mit meinem absolut perfekten Englisch, welches ihr schon öfters hier zu hören bekommen habt. So. No need. Okay. Oh, einmal. Oh. Einmal.